Ey Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen, aber feinen Hüpfduell mit dem Stelli. Stelli, sag mal hallo. Moin moin. Ja, wir fangen jetzt mal an. Wir treffen uns wieder auf dem Hügel, ne? Jo. Dann fahren wir mal. Ach, das brauchen wir ja so ewig, den Berg hochzukommen, ne? Ich bin oben. Ich starte wieder auf, ernsthaft? Ich starte wieder auf der richtigen Seite. Alter, du schaust ja oben auf den Berg drauf, ne? Nimmst halt immer einfach die falsche Position. In die falschen Panzer mit der falschen Position. Ah, da gibt's noch höheren Berg. Bis du da bist, kann ich da auch rückwärts hochfahren. Na, der zieht 20 rückwärts. Nice. Da ist er ja. Mal, wie schnell fährt eigentlich ein Panzer? Maximal. Und da schießt das seine kleine Munition. Ja. Bett nicht, wenn ich ankratzen? Nein, das lassen wir jetzt nicht. Das, ja, das endet sonst wie beim letzten ja. Mal, ne? Motor im Arsch. Wollen wir es gleichzeitig probieren? Wie viel fährt deiner? Um die 68 circa. Okay, dann fahre ich schneller. 70? Ja, so 75. So. Auf 3? Alles klar, auf 3, du zählst. 3? Quatsch, auf, ja, auf 3. 1, 2, 3. Dafür beschleunige ich besser. Ja, ich sehe es. Beschleunige. Beschleuniger. Beschleuniger. 75 renne ich. Ne, du fährst noch schneller, kann es sein? 81, ach Scheiße. Du schaffst es. Und wir schaffen es über die Brücke. Und was war das? Was war das denn? Was war das denn? Hast du das gesehen? Ja. Ich bin einfach so mittendrin und am Ende abgebremst. In diesem Ding bin ich stecken geblieben. Oh Scheiße. Gleich nochmal. Kacke. Gleich nochmal. Ja, das kriegen wir jetzt wohl diesmal hin, warte. Diesmal fest. So und diesmal fahr ich na, fährst du am besten vor. Ja. Ja, also wie jetzt dann? ich fahr vor. Du bist echt schneller. Ja, anscheinend ja. Ich hatte eben gerade meinen hier, wie das Geschwindigkeit feststellen geht, weißt du, ne? Bitte? Achso, mit dem. Geschwindigkeit feststellen. Ja, mit dem du weißt, wie das geht, Erdrücken, ne? Und so. Mit R. Ja, R. Dreimal R, dann bist du auf voller Geschwindigkeit. 1, 2, 3. Stell's dann fest. Und ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Das ist überall Licht. Oh nein, was soll ich tun? Ach, die Serie war cool. Ah, wer hat die nochmal moderiert? Thomas Brezina, oder? Wie heißt der? Ach, keine Ahnung, hier, das war auch so ein Schweizer oder so. Ja, ja, der Schweizer dann. Nee, wie war das immer, dieses Ravensburger Spieleland hat er immer kommentiert oder moderiert. Ja, das auch. Das war immer geil, immer Deutschland, Österreich, Schweiz. Meistens hat Österreich immer voll abgelust. Ja. Ey, dieses Ravensburger Spieleland, oh, gab's denn, das war mit diesen riesen Spielen, ne? Ich war mal im Ravensburger Spieleland, das ist irgendwie... nicht so lustig, wie es in der Fernsehserie ist. Ich wollte schon immer mal mitspielen, aber nur just for fun. Und dann am Ende, oh, ich hab das immer bereut, dieses Einkaufswagen-Duell damit anzusehen. Ach so, das Ding, ja. Meinst du, das war nicht Ravensburger Spiele, das war was anderes, mit Kai Pflaume, so ist der Typ. Echt? Der Typ, der das moderiert hat, heißt, glaube ich, Kai Nein, Pflaume, also, das war ich Thomas Britz. Der macht auch, der macht auch die Schadshows und so einen Scheiß, diese, bei RTL die Schadshow. Ja, das macht Kai Pflaume. Ja, und die Serie da mit dem Einkaufswagen am Ende, wo die alles einsammeln mussten. Das war doch das Raven. Das war auch Kai Pflaume. Ja, nein, das war nicht Ravensburger. Ja, doch, doch, weil wo die sich wegteleportiert haben, ja, und dann da wieder aufgetaucht sind mit Thomas Brezina. Und dann alles einladen durften in den Einkaufswagen, alles, was sie am Ende in den Einkaufswagen drin hatten und über die Ziellinie gefahren haben, das durften sie behalten. Oder war das bei beiden? Das kann auch sein, aber ich hab auf jeden Fall immer bereut zu gucken, ja, weil diese Noobs immer so scheiße waren, ja, die haben immer die Hälfte daneben fallen lassen. Ist so, vor allem, ich hab mir jeden Scheiß eingepackt, ne, ja. So, früher so Lego begeistert, immer jeden Scheiß so Lego Star Wars und so. Das hätte ich auch eingepackt, Alter. Ja. Na dann, wieder auf 3? Ja. Also, 3, 2, 1, los. Du hast auf los, nicht auf 3. Egal. Egal. Jetzt bin ich schneller. Ja, du kommst schon. Ja, noch. Du kommst schon.
81 war ich gerade, 82. 82, du Scheiße, 82 war mit der Mühle. Ich war jetzt 75. Ich glaube, mehr zieht die Mühle nicht. Aber ich bin weiter gekommen als du. Bleib nicht stecken. Ah, fuck! Ich war falsch! Nein! Nein! Du auch? Scheiße! Ey, das wird nichts mehr heute irgendwie. Beim letzten Mal hat es besser geklappt. Ja, ich hab das letzte Mal geschafft. Mann, versuch Nummer 3. Wir haben noch Zeit. So. Eben noch. Ja, das waren noch Zeiten, wo man damals noch Fernsehen geguckt hat. Ne? Ja, kennst du Dane, den Rapper auf YouTube? Auch die guten alten Zeiten. Ja, mit dem den ganzen Serien, ne? Die meisten davon kannte ich. Mhm. Die kennen heute keinen Schwanz mehr. Sorry, wenn das auf YouTube jetzt gesagt werden darf. Schwanz. Ohne Scheiß. Hat Dame GEMA tisierte Musik? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaub's fast nicht. Ich glaub, ist ja ein Österreicher, ne? Da gibt's ja, glaub ich, keine GEMA. Ja, ich meine auch nicht. Ja, warum haben eigentlich immer wir die sollten Drecksvereine wie GEMA, RTL, GEZ? Tja, weil wir Deutschland sind. Ne? Du bist Deutschland. Bürokratie. Ja. Wir haben dafür aber auch Hartz IV. Ne? Ja. Und jede Menge Menschen, die ins Ausland kommen. Aber das lassen wir jetzt, das Thema. Sonst werden hier noch... Ah ja, der Türken-Omi-Witz. Weißt du den noch? Nein. Den will ich jetzt hier nicht sagen, der ist so mies. Hast du das Video gesperrt wegen rassistischen Ausdrücken oder sowas? Obwohl ich das gar nicht so meine. Dann lass es lieber. Ich hoffe, das Video wird allein nicht gesperrt, weil ich glaube, ich schneide dann im Hintergrund einfach mal hier Dame auf die guten alten Zeiten rein. Weißt du, ja. Ich weiß, ist das nicht irgendwie unter GEMA, weil Dame nicht so ein kleiner Witcher ist wie die anderen, ja. Ja, halt, ich meine, der ist auch noch nicht so groß wie jetzt YTT oder so ein Scheiß. Aber ich glaube sogar, er hat schon einmal gesagt, dass er dafür ist, dass man seine Musik im Internet teilt, als dass man sie irgendwie unter Verschluss hält, ja, und dafür Geld verlangt, was weiß ich nicht. Ja. Hallo. Hi, was geht ab? Auch hier so Dings, ne? Weißt du? So, diesmal bin ich auf 3 und nicht auf Losen, warum nicht auf 1. Ja. So, auf 3. 3 zu... Auf 3. 1, 2, 3. Dam 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 dam. Also normal ohne Berg runter fahre ich so um die 79, so ein bisschen Berg runter geht schon so hart auf die 80 zu. Auf geht's. Ja! Ja! Lauf, ey, Alter! 104 Schaden, ich hab nur 3 Leben, hier, Hitpoints. Ey, da drüben rüber schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Nee. Komm, aber hier, Rehrrunde. Ah! Junge! Du Sack! Ich hab mir meine Kette zerstört. Du Sack, ey. Ah, fuck. Noch eine Runde oder war's das? Jetzt nächstes Ding. Talk, talk. Talk, talk. Who's there?